Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 96. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Letzte Woche haben wir über Business gesprochen und darüber, wie man sein spirituelles Business aufbauen könnte. Und heute geht es voll zurück in die Spiritualität und das achtsame Leben und wie du dein Leben bewusst und achtsam gestalten kannst. Denn ganz grundsätzlich geht es in diesem Podcast ja darum. Und obwohl ich sehr Freude habe an der Folge von letzter Woche, freue ich mich jetzt auch mit dir noch so ein bisschen genauer das Jahr zu planen. Wir haben immer noch Januar und falls du meinen Vorschlag umgesetzt hast, das Jahr in Quartalen zu planen, dann wäre der erste Monat für deine ersten Ziele, also ein Drittel für die ersten Ziele wäre jetzt um. Und ich hoffe, du kommst voran mit deinen Zielen und bist vorbereitet und bist organisiert und gehst dran und machst auch. Ich bin mit meinen Zielen ganz gut unterwegs. Ich bin ziemlich überrascht und stolz darauf, wie viel ich schon gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie einfach es wird, ein Ziel zu erreichen, wenn man das einfach als Alltagsteil mit sich aufnimmt. Was ich damit meine, ist, viele Ziele brauchen nicht viele, viele Stunden pro Tag. Und wenn du dir jetzt ein Ziel vornimmst und das mal auf diese 12 Wochen hinunterbrichst, die du so hast für ein Ziel, dann kannst du dir auch überlegen, dass du jeden Tag vielleicht 10 Minuten in dieses Ziel investieren musst und es dann nach 12 Wochen fertig ist. Einfach nur so als Hinweis darauf, wie man mit so einem Ziel auch umgehen könnte. Natürlich mache ich das nicht immer so, aber ich habe jetzt von meinen 4 Zielen, die ich habe, bis Ende März ist eines mehr oder weniger fertig und das andere ist wahrscheinlich zu 80% erledigt. Das wird mir noch Arbeit geben, wenn es dann zu mir zurückkommt, aber das Anstoßen und das Umsetzen hat schon mehr oder weniger stattgefunden und ich finde es sehr interessant, wie einfach das wird, wenn man so mit Zielen arbeitet. Und heute will ich mit dir nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie du das Jahr bewusst gestalten kannst. Nicht unbedingt mit Zielen, weil darüber haben wir ja schon gesprochen und ich verlinke dir die Podcast-Folge gerne noch einmal unten in den Shownotes. Es geht mir eher darum, dass du dein Jahr achtsam gestaltest. Wenn du mich schon länger verfolgst und wenn du diesen Podcast schon länger kennst, dann weißt du, dass wir über ein Fokuswort gesprochen haben vor einem Jahr im Podcast und darüber, wie du dein Jahr mit einem Fokuswort bewusst gestalten kannst. Und ich liebe es, mit Fokusworten zu arbeiten. Ich mache das seit vielen, vielen Jahren und ich arbeite intensiv mit diesen Worten. Und naja, manchmal mag ich das Wort per se nicht, aber ich liebe es, mit diesen Worten zu arbeiten. Das Wort, das ich nicht mag, ist das Wort Balance, weil ich es einfach nicht kann. Dieses Wort hatte ich Jahr für Jahr und bin es nicht losgeworden, weil ich einfach die blöde Balance nicht geschafft habe. Es wird immer besser. Ich habe es jetzt nicht mehr als mein Fokuswort in diesem Jahr. Ein Fokuswort, um das nochmal zu wiederholen, ist ein Wort oder auch mehrere Wörter, mit dem du dich in diesem Jahr immer wieder auseinandersetzt. Das könnte zum Beispiel sein, eben das Wort Balance. Dass du dich immer mal wieder damit auseinandersetzt, wie bin ich denn in meinem Leben balanciert? Was ist in Balance in meinem Leben? Und wo besteht eine Disbalance in meinem Leben? Wo bin ich nicht in der Balance? Und wenn du mit Fokuswörtern arbeitest, ist es mein Vorschlag, dass du dieses Wort dir alle paar Tage oder Wochen in deine Agenda, in deinen Planer aufschreibst. Ich finde es übrigens total schade, dass das Wort Agenda in Deutsch nicht existiert. Ich finde es so ein schönes Wort und ich muss mir immer überlegen, ah ja, Kalender oder Planer heißt es auf Deutsch. Und ich finde es total schade. Ich finde, man sollte in Deutschland das Wort Agenda unbedingt mit auf die Agenda nehmen, damit man damit auch arbeiten kann. So. Als total unwichtige kleine Schweizer Podcasterin, kleiner Hinweis darauf, was ich dann mir wünschen würde von den doch 82 Millionen Deutschen, die es gibt und die da mehr dazu zu sagen haben. Genau. Schreib dir das in deinen Kalender. Schreib dir in deinen Kalender dieses Wort immer wieder, dass du dich immer wieder damit auseinandersetzt. Weil wenn wir zum Beispiel das Wort Lebensfreude nehmen, dann ist es für mich persönlich sehr viel einfacher, die Lebensfreude im April zu fühlen oder im Juli oder auch im September als im November oder im Januar. Im Januar dauert es noch so lang, bis der Frühling endlich wiederkommt und da ist für mich die Lebensfreude immer ein bisschen eingeschlafen. Du verstehst ziemlich sicher, was ich meine. Und dankbar sein oder lebensfreudig zu sein ist für mich einfach einfacher im Mai, wenn alles blüht und es bunt ist und es warm wird und ich einfach aufblühe
Und von dem her macht es eben Sinn, wenn du dein Fokuswort immer und immer wieder in deinen Planer oder in deinen Kalender schreibst. Heute möchten wir uns aber mal nicht mit einem Fokuswort für das Jahr auseinandersetzen, sondern mit einer Affirmation für das Jahr. Und vielleicht arbeitest du mit Affirmationen, vielleicht kennst du diese Arbeit auch mit Affirmationen, dir etwas Liebevolles zu sagen. In meinem Buch 100% Selbstliebe arbeiten wir intensiv mit Affirmationen. Und eine der Affirmationen, mit denen wir arbeiten, darin ist zum Beispiel die Affirmation, ich bin lichtvoll. Was bedeutet es denn, lichtvoll zu sein? Lichtvoll. Du bist voll von Licht. Wie kannst du dir das vorstellen? Es könnte zum Beispiel sein, dass du dir vorstellst, dass jede deiner Zellen voller Licht ist und dass du in dir selber einen Schalter anknipst und dich selber leuchten und strahlen lässt. Wenn du dich aber mit der Affirmation, ich bin lichtvoll, auseinandersetzt, dann wirst du erkennen, dass du auch ein Lichtträger bist. Denn wenn du lichtvoll bist, dann kannst du Licht tragen. Wenn du lichtvoll bist, bist du auch ein Kanal für die geistige Welt, die das Licht auf die Erde bringt. Wenn du lichtvoll bist du bereit, einen Teil deiner Aufgaben zu tragen und das Licht auf die Erde zu bringen, für das du dich entschieden hast. Wenn du dich mit der Affirmation, ich bin lichtvoll, auseinandersetzt, dann macht es keinen Sinn, wenn du die einmal nimmst, dich einmal damit verbindest und nie wieder daran denkst. Was Sinn macht, ist, dass du dir vorstellst, okay, am Anfang reinige ich meine Zellen, damit sie lichtvoll sein können. Ich mache eine Reinigung und gehe dann in die lichtvolle Energie. Dann fange ich an, mehr Licht in meine Zellen zu lassen, mehr Licht in meinen Körper zu lassen und mehr Licht in meine Seele zu lassen und fange an zu strahlen. Dann beginne ich damit, dieses Licht für mich zu tragen. Und irgendwann fange ich an, dieses Licht ins Außen zu tragen. Und wenn du mir jetzt so zuhörst, dann hörst du, dass es möglich ist, mit der Affirmation, ich bin lichtvoll, ein Jahr zu arbeiten. Die ersten 3 Monate reinigst du dich selber. Die zweiten 3 Monate wird das Licht höher und größer und stärker und machtvoller. Und dann fängst du an, das Licht ins Außen zu tragen. Natürlich kannst du diese Schritte auch kombinieren und am Montag reinigen und am Freitag raustragen. Und dann würdest du das jede Woche machen, aber du arbeitest dann jede Woche wirklich mit dieser Affirmation, mit dieser Energie. Und ich möchte dich einladen, dass du dir für dieses Jahr, für 2021, eine Affirmation suchst, die für dich 100% stimmig ist. Eine Affirmation, mit der du wirklich arbeiten willst. Ich werde dir ein paar Affirmationen aufzählen und vielleicht ist eine davon die, mit der du arbeiten möchtest. Das könnte zum Beispiel sein, Ich bin ist für mich eine der stärksten und größten Affirmationen überhaupt, weil da bin ich alles. Ich bin alles. Ich bin einfach. Und wenn du damit harmonisch schwingst, dann reicht ich bin. Aber vielleicht willst du auch an einem ganz konkreten Bereich in deinem Leben arbeiten. Und dann macht es Sinn, wenn du dein Ich bin ein bisschen vertiefst und ein bisschen, nennen wir es mal, veredelst. Eine wunderbare Idee wäre dann zum Beispiel, dir selber die Affirmation, ich bin kraftvoll, zu schenken. Oder ich bin machtvoll. Die Affirmation, ich bin zentriert oder auch ich bin in meiner Mitte, ist sehr schön. Oder wenn dir ganz grundsätzlich die Erdung fehlt, dann wäre eine Affirmation, ich bin geerdet. Ich bin verwurzelt. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin angekommen. Du siehst, es gibt hunderte von Möglichkeiten, mit Affirmationen zu arbeiten. Und jede dieser Affirmationen, jede dieser Möglichkeiten gibt dir unendlich viele Hilfen und Hinweise, wie du diese Affirmation in deinem Leben integrieren könntest. Wenn wir über das Thema Erdung sprechen, und das ist ein Thema, das vielen Lichtarbeitern wirklich fehlt, dann hast du verschiedene Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Du könntest zum Beispiel mit Erdungsenergien arbeiten, mit Erdungsmeditationen. Ich habe eine Meditation zum Thema Erdung, die ich wunderschön finde und sehr kraftvoll. Ich werde auch die Meditation für dich verlinken in den Shownotes, damit du dir die angucken kannst. Du könntest zum Beispiel mit der Affirmation, ich bin geerdet, arbeiten und anfangen zu pflanzen. Wie wäre es denn, wenn du zum Beispiel deinen Balkon neu bepflanzt und sagst, okay, dieses Jahr will ich im Frühling unbedingt Tulpen. Wenn du Tulpen möchtest, musst du dich mega beeilen, dass du die jetzt in die Erde bekommst, sonst ist es zu spät und die kommen nicht mehr. Aber du könntest sagen, okay, ich pflanze etwas und ich sorge dafür, dass diese Pflanze nicht nur überlebt, sondern
wunderbar wächst und glücklich ist. Und ich arbeite da mit der Erdung. Du könntest mit der Erdung auch arbeiten, indem du Dinge isst, die erdend sind, wie Kartoffeln, Karotten, Dinge, die unter der Erde wachsen. Das kann sehr, sehr erdend sein. Es geht darum, dass du nicht einfach dir die Affirmation immer wieder vorschwatzt und sagst, ich bin geerdet, ich bin geerdet, ich bin geerdet und es nicht fühlen kannst, sondern es geht darum, dass du damit wirklich in eine Resonanz gehst, in ein Gefühl gehst, in eine Arbeit gehst damit, dass du damit wirklich in die Verbindung gehst. Und ich weiß nicht, weswegen das ist, aber ich stelle fest, dass ganz viele Lichtarbeiter keine Geduld haben, wenn sie arbeiten. Also sie arbeiten einmal mit einer Affirmation und dann ist die Affirmation wieder weg. Oder vielleicht schreibst du dir das sogar auf einen Zettel und klebst den irgendwo auf und schaust den jeden Tag mal kurz an, aber du gehst nicht in die Verbindung damit. Und das ist total schade, weil die mentalen Kräfte, die Kräfte des Geistes, die du hast, sind deine größten Kräfte. Und wenn du anfängst, dich wirklich damit zu verbinden, kannst du tatsächliche Arbeit leisten. Und ich weiß, dass viele Menschen Angst haben vor Tiefe, dass viele Menschen Angst haben davor, die Schattenthemen anzugucken. Und wenn man in eine Verbindung geht und wenn man wirklich arbeitet, muss man sich auch die Schattenthemen angucken. Und ja, das ist anstrengend. Ich weiß das. Ich gucke mir meine Schattenthemen an und ich finde es nicht lustig. Aber es befreit dich. Und weißt du, es kann sein, dass du diese Schattenthemen nicht loswerden wirst. Aber du kennst sie. Und sie werden zu deinen Freunden. Und dadurch machen sie dir nicht mehr Angst. Du hast Licht in dein Dunkel gebracht und dann musst du keine Angst mehr haben davor. Denn Schattenthemen sind per se nichts Schlimmes. Es ist etwas, was wir alle haben. Wir sind hier, um etwas zu lernen und wir sind nicht hier, um alles schon zu können. Und deswegen ist es nicht notwendig, Angst zu haben oder nicht hinzugucken. Was notwendig ist, ist, dass du diese Schattenthemen zu deinen Freunden machst. Bleiben wir bei meinem Beispiel, ich bin geerdet. Da geht es ja darum, Wurzeln zu haben auf dieser Erde. Und ich weiß, dass viele Lichtarbeiter Angst davor haben, sich zu stark mit der Erde zu verbinden, weil sie das Gefühl haben, das wäre materiell und weil sie Angst davor haben, nicht mehr mit der geistigen Welt verbunden zu sein. Und ich will dir da ein Geheimnis verraten. Je mehr du geerdet bist, desto besser bist du verbunden mit der geistigen Welt. Je tiefer die Wurzeln gehen, je stärker die Erdung, umso stärker die Verbindung zur geistigen Welt. Wenn du dir einen Baum anguckst, dann ist das, was du oben als Baumkrone siehst, genauso groß wie das, was der Baum unten als Wurzeln hat im Boden. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann wirst du erkennen, dass du nicht genug geerdet sein kannst. Es geht nicht zu viel Erdung. Je mehr du geerdet bist, umso besser bist du mit der geistigen Welt verbunden. Denn wie im Oben, so im Unten, wie im Innen, so im Außen. Und deswegen braucht es diese Zentrierung und diese Erdung und diese Harmonie mit sich selber, um überhaupt in die Harmonie mit der geistigen Welt zu gehen. Solange du vor deinen eigenen Schattenthemen wegrennst, werden diese Schattenthemen dich immer wieder verfolgen. Aber in dem Moment, in dem du dich umdrehst, ein Licht anmachst, mit dem Spotlight dahin leuchtest, in dem Moment wirst du erkennen, die sind gar nicht so schattig. Da hat es ganz schön viel Licht. Ich möchte dich einladen, für dich die perfekte Affirmation zu finden. Die Affirmation, mit der du jetzt ein Jahr arbeiten möchtest. Oder vielleicht findest du auch zwei Affirmationen und arbeitest jeweils ein halbes Jahr mit der einen und ein halbes Jahr mit der anderen. Dann musst du es unbedingt in deinen Kalender, damit du nach einem halben Jahr anfängst, mit der anderen Affirmation zu arbeiten. Vielleicht findest du vier. Dann hast du wunderbar eine Affirmation für jedes Quartal und kannst damit arbeiten. Vielleicht merkst du, wie du mit dir selber in eine spielerische Leichtigkeit kommst. Je mehr du dich mit deinen eigenen Worten verbindest, ich bin machtvoll. Erkenn, wie machtvoll du bist, wie du dein Leben verändern kannst. Und weißt du, ich werde es dieses Jahr ganz häufig sagen, wir sind in einem extrem heftigen Veränderungsjahr. Es ist das Jahr der Brücken. Es ist das Jahr, in dem die Energien der alten Welt und der neuen Welt immer mehr auseinanderdriften. Und es ist auch ein Jahr, in dem wir erkennen werden, dass nicht alle Menschen, die wir lieben, bereit sind für die neue Energie. Es sind nicht alle Menschen, die wir mitnehmen möchten, bereit für diese neue Zeit. Und wir werden erkennen und akzeptieren müssen, dass wir nicht hier sind, um andere zu retten. Wir sind hier, um zu leuchten, um ein Licht zu sein, um zu sagen, hier geht's lang,
Da geht der Weg entlang. Aber wir sind nicht da, um die Verantwortung für die anderen zu tragen oder sie hinter uns herzuschleifen. Das würde niemals funktionieren. Und wenn du lernst, mit deinen eigenen Affirmationen zu arbeiten und vielleicht gerade das Thema machtvoll für dich annimmst, dann erkennst du auch, dass du diese Verbindung, die du da hast und diese Macht, die du da hast, positiv für dich nutzen kannst. Nicht für andere, aber für dich. Dass du die Macht hast, dein Leben zu verändern. Und dass du die Macht hast, immer heller zu leuchten in einer Zeit, die scheinbar immer dunkler wird. Weil sie wird intensiver, sie wird dunkler. Und ja, genauso wie ich immer schon gesagt habe, es wird zuerst noch anstrengender werden, bevor es leichter wird. Und vielleicht kannst du diese Anstrengung gerade jetzt merken. Viele Länder sind wieder in diesem kompletten Lockdown. Und die Verbindung zu den anderen Menschen, die Nähe, wird unterdrückt. Aber du bist ein machtvolles Wesen. Nutze deine Macht und entscheide für dich, wie du diese Macht so umsetzt, dass du glücklich damit bist und dass du kraftvoll und stark dabei bleibst und dass dein Licht hell leuchten kann. Was sind denn meine Lieblingsaffirmationen, die ich so nutze? Naja, ganz ehrlich, ich bin ist meine Lieblingsaffirmation, ganz definitiv. Und dann gibt es eine zweite und eine zweite Affirmation, die ich innig und heiß liebe, ist, ich bin genug. Wenn du genug bist, dann bist du schon alles und du erkennst, dass du als Seele perfekt und vollendet bist. Du bist gut genug, schlau genug, schön genug, reich genug, du bist genug, ich bin genug. Wenn ich mit mir selber arbeite und mir dieses Ich bin genug ausspreche, dann fühle ich die absolute Harmonie in meinem Körper. Ich fühle die absolute Ruhe in meinem Körper, die Entspannung, die in meinen ganzen Körper kommt, in diesem Wissen, dass ich, so wie ich bin, genug bin. Du bist perfekt, so wie du bist genug. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber Marisa, wie komme ich denn zu meiner Affirmation? Was kann ich denn tun, damit ich die richtige Affirmation für mich finde? Nun, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, du nimmst eine von denen, die ich dir davor gesagt habe. Das ist sicher die einfachste Möglichkeit. Sie ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber naja, ich gebe dir ja gute Sachen vor. Ich gebe dir ja keine schlechten Affirmationen vor. Von dem her darfst du die sehr, sehr gerne nutzen und ich teile die wirklich gerne mit dir. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel ein Kartenset. Ich habe ein Kartenset, das ich sehr mag. Das heißt The Universe Has Your Back und ich habe die Karten gerade am Freitag habe ich in meinem Telegram-Kanal eine von diesen Karten geteilt und eine Sprachnachricht dazu gemacht. Also falls du nicht bei meinem Telegram-Kanal bist, dann solltest du dich dafür anmelden, weil da bekommst du viele Informationen, die praktisch und hilfreich sind. Dieses Set hat wunderschöne Affirmationen. Die Karte, die ich am Freitag geteilt habe, war die Karte I choose love no matter what. Also ich wähle die Liebe, ganz egal, was passiert. Und das ist zum Beispiel eine wunderbare Möglichkeit für eine Affirmation. Ich bin Liebe. Also die Karte würde dir dann sagen, ich bin Liebe. Vielleicht hast du irgendein anderes Kartenset, das du ziehen kannst und dann daraus eine Affirmation bildest. Ich bin Freude vielleicht oder ich vertraue. Das ist auch etwas, was eine wunderschöne Affirmation sein könnte. Ich habe dir da aber noch einen anderen Tipp, den ich mit dir teilen möchte. Achte doch mal darauf, was du für negative Glaubenssätze hast. Mit was für negativen Glaubenssätzen schlägst du dich den ganzen Tag rum? Vielleicht mit ich bin nicht gut genug? Wie viele Menschen haben den denn? Und es ist immer ganz schön, wenn ich mit meinen Studenten arbeite und am Anfang des Jahres sehe, dass sie sich selbst sagen, dass sie das nicht können oder nicht gut genug sind. Und am Ende des Jahres merken, dass sie großartig sind. Und dass wir diesen Ich bin nicht gut genug wirklich lösen konnten und auflösen konnten in ein Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten. Das ist etwas, womit du sehr, sehr schön arbeiten könntest. Also achte darauf, was habe ich für negative Glaubenssätze und wie kann ich diese Glaubenssätze nutzen und mit einer positiven Affirmation damit arbeiten. Ich meine damit nicht, dass du diese Glaubenssätze einfach überschreibst, weil das funktioniert nicht. Damit musst du wirklich arbeiten. Und an Glaubenssätzen zu arbeiten, darüber können wir mal noch sprechen im Podcast. Ich habe nichts vorbereitet und ich werde nicht sagen, das kommt nächste Woche, aber irgendwann werde ich wahrscheinlich eine Folge darüber machen, wie man mit negativen Glaubenssätzen arbeiten kann und was du tun kannst, um die aufzulösen. Was ich meine, ist, dass du dem negativen Glaubenssatz quasi einen positiven entgegenstellst. Wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin es nicht wert,
du bist niemals in der finanziellen Fülle und es reicht einfach hinten und vorne nicht. Und du hast immer das Gefühl, nee, das ist nichts wert oder ich muss das kostenlos geben oder was auch immer. Dann wäre ein großartiger Glaubenssatz, ich bin wertvoll. Wenn dein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert oder ich werde nicht geliebt oder niemand mag mich oder ich wurde gehasst von meiner Familie oder keiner mag mich, hatte noch nie eine schöne Beziehung. Eine gute Arbeit damit wäre, ich bin liebenswert oder auch nur, ich bin Liebe oder ich empfange Liebe überall, wo ich hingehe. Das sind alles Glaubenssätze und Affirmationen, die wunderbar sind und großartig dafür passen, damit zu arbeiten. Und ich weiß, bei mir gibt es immer so ein bisschen Hausaufgaben. Und ich möchte dich einladen, wirklich damit zu arbeiten und nicht einfach zu sagen, oh ja, mache ich mal, sondern dass du dir das wirklich vornimmst und sagst, okay, ich arbeite einmal im Monat mit meiner Affirmation, dann aber ganz intensiv eine Woche. Oder dass du sagst, ich schreibe mir das in meinen Kalender. Einmal die Woche kommt er rein oder vielleicht nicht ganz jede Woche, aber jede zweite, damit ich das auch immer wieder lesen muss. Oder vielleicht hängst du dir einfach in deinem Haushalt überall kleine Zettel mit dieser Affirmation auf. Oder eben, du gehst in die Meditation damit, du gehst in die Verbindung damit und du guckst dir wirklich an, wie kann ich diese Affirmation in meinem Leben so integrieren, dass ich sie tatsächlich in mein Leben integriere. Ich bin sicher, du verstehst, was ich meine und ich lade dich ein, das spielerisch zu machen. Ich lade dich ein, diese Arbeit in einer Harmonie und in einem Spielen zu machen, die für dich lustvoll sind und auch lustig. Spiele damit. Gehe in die Leichtigkeit. Gehe ins Licht. Trage dieses Licht in die Welt. Du hast eine große Aufgabe. Du bist ein Lichtarbeiter geworden. Und die Lichtarbeiter sind gefordert. Und deswegen gebe ich dir alle meine Tools an die Hand, damit du als Lichtarbeiter möglichst viel Licht in die Welt tragen kannst und deine Aufgabe möglichst gut erfüllen kannst, denn das ist meine Aufgabe. Und damit beende ich für heute diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Freude beim Suchen von deiner eigenen Affirmation. Wenn du magst, teile die mit mir. Ich finde es total schön, wenn wir ein paar Affirmationen sammeln können in den Kommentaren und gucken können, wer denn welche Affirmation gefunden hat. Und vielleicht können wir uns auch gegenseitig noch helfen, die noch zu optimieren. Also schreibe fleißig in die Kommentare, was deine Affirmation ist. Und wenn du eine Affirmation liest von jemandem und findest du, das könntest du noch so oder so optimieren, dann schreib das auch dazu. Denk immer daran, wir sind eine Gemeinschaft. Es geht nicht um mich und dich, es geht um uns. Und ohne dich könnte ich nicht wirken und ohne uns könnten wir nicht wirken und ohne mich könntest du nicht wirken. Also teile in der Gemeinschaft deine Fähigkeiten, die du hast, deine Hilfen mit und fühle damit auch, dass du mehr und mehr und mehr verbunden bist. Denn ich bin verbunden ist auch eine wunderschöne Affirmation, die du nutzen könntest. Und mit dieser Affirmation beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!